Ach, jetzt nicht. Walter, es hat geklingelt. Hast du das nicht gehört? Was machen wir denn, wenn es klingelt? Da gehen wir ran und schauen nach, wer es ist, Walter. Ja, was ist? Ich bin der Kettensägenmörder. Ja, und Walter, wer ist es denn? Ist für dich, Schatz. Die Wochenshow. Die witzigsten Nachrichten der Welt. Mit Ingolf Lück. Anke Engelke. Bastian Pastewka. Und Markus Maria Profitlich. Aus dem Kapitol in Köln. Die Wochenshow. Bremer moderiert Nachrichten für Kinder. Auch das noch. Wolfgang Schäuble ist hinter jungen Frauen her. Und peinlich, Steffi Graf kann das Wasser nicht halten. Das Top-Thema der Woche war ohne Zweifel der Spendenskandal in der CDU. Offensichtlich bekamen zahlreiche Christdemokraten von unbekannten Spendern Geld zugesteckt. Enttäuscht darüber ist vor allem die CDU-Generalsekretärin Angela Merkel. Ihr hat noch nicht mal jemand eine Telefonnummer zugesteckt. Wir von der Wochenshow haben exklusiv erfahren, was der Parteivorsitzende Wolfgang Schäuble noch alles im Schilde führt. Er ist der Parteivorsitzende der CDU. Ein Mann, der die Ruhe weg hat und das Leben genießt. Und das zahlt sich jetzt aus, denn er bekommt seine eigene Show. Wolfgang Schäuble moderiert die 100.000-Mark-Show. Verschlagen jagt er seine Kandidaten durch einen verzwickten Spendensumpf. Doch werden sie das Geld finden? Die 100.000-Mark-Show mit Wolfgang Schäuble. Wenn man auf die Straße geht, man merkt es allenthalben. Der Winter hat Deutschland fest im Griff. Besonders ärgerlich ist die Kälte für Autobesitzer, deren Fahrzeuge dadurch lahmgelegt werden. Nur Smartfahrer, die freuen sich. Sie können ihren Wagen bei anhaltendem Frost wenigstens noch als Eiswürfel benutzen. Wie die Deutschen mit der kältebedingten Grippewelle fertig werden, das haben wir in unserer Umfrage erfahren. Die Grippewelle hat jetzt auch Deutschland erreicht. Grund für uns, einmal nachzufragen. Dazu sind wir in ein Krankenhaus gefahren. Darf ich Sie vielleicht mal fragen? Sie hat es augenscheinlich sehr stark erwischt. Bitte? Also Moment. Können Sie laut sagen, seit einer Woche liege ich hier mit hohem Fieber. Seit einer Woche? Ja, das ist höchst ansteckend. Gut, dann gute Besserung. Und immer schön Zähne zusammenbeißen. Ich! Was haben Sie denn zu tun? Was? Oh, wir machen eine Umfrage zum Thema Grippe. Was kann denn ein Profi wie Sie gegen Grippe tun? Ja, wir haben natürlich gegen jedes Grippeleiden etwas. Also Husten, Heiserkeit, Gelenkschmerzen. Wir können sogar was gegen Ihre rote Nase machen. Was denn? Amputation. Na, habe ich nicht gesagt. Was? Ihre rote Nase sind sie los. Was? Was bitte? Und keine Angst. Die Grippe ist auch bald weg. Aha. Ja. Ja, und was wird jetzt mit mir? Ja, Sie werden noch ein paar Tage hier bei uns bleiben. Sind Sie Privatpatient oder Kassenpatient? Kassenpatient. Dann können Sie ja gleich hier liegen bleiben. Was hier? Auf dem Gang? Ich kann ja einfach auf dem Gang bleiben, ist ja lächerlich. Schwester, nur Urin oder auch Sperma? Doch hier alle. Taxi! Taxi, Taxi! Taxi! Oh, Gott sei Dank, dass Sie mich mitnehmen. Unglaublich, ich habe da gerade eine Reportage gemacht, es war furchtbar. Nehmen Sie mich mit? Ich mache keine Krankentransport. Was? Hey, hey, Moment! Zurück in die Wochenshow. Nix, zurück in die Klinik. Ah, nein. Oh, Schande! Am
Sonntag treffen sich Filmschaffende aus aller Welt in Los Angeles zur Verleihung des Golden Globes. Dabei will auch Leonardo DiCaprio seinen neuen Film vorstellen. Er trägt den Titel Herbstmilch, Bubi. Was uns in der kommenden Woche sonst noch erwartet, das sehen Sie jetzt. Montag. Schlagerstar Roland Kaiser besteht die Pilotenscheinprüfung. Glücklich fliegt er seine erste Runde allein und schafft auch gleich eine Punktlandung. Dienstag. IOC-Präsident Samaranch plant bei den Olympischen Spielen in Sydney einen Demonstrationswettbewerb für Kinder. Es handelt sich dabei um den 100-Meter-Lauf auf allen Vieren. Mittwoch. Günther Jauch verliebt sich in Claudia Schiffer. Er hält um ihre Hand an, bekommt aber einen Korb. Am Boden zerstört, will sich Jauch das Leben nehmen. Donnerstag. Rudolf Scharping isst bei einem Truppenbesuch im Kosovo zu viel serbische Bohnensuppe und kann kurz darauf nicht mehr an sich halten. Oh, 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 jetzt aber schnell. Gesundheitsreform führt allerorts zu Sparmaßnahmen. Jetzt hat die Gesundheitsministerin Andrea Fischer alle Politiker aufgefordert, beim Arzneimittelsparen mit gutem Beispiel voranzugehen. Als erste Maßnahme will Rudolf Scharping seinen Valiumkonsum einschränken. Wer weiterhin nicht auf seine Pillen verzichten will, der muss eben in eine Apotheke gehen. Guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Ich habe es mir aufgeschrieben. Moment. Ich bräuchte diese Geräuschschutzstöpsel zum besser Einschlafen. Wie bitte? Geräuschschutzstöpsel. Ich kann Sie nicht hören. Lärmschutzstöpsel. Ach, Lärmschutzstöpsel, natürlich. Moment, bitte. Solche? Bitte schön. Ihre Lärmschutzstöpsel. Ja, Halsschmerztabletten bräuchte ich dann auch noch. Bitte schön. Benötigen würde ich auch noch ein Hühneraugenpflaster. Ja, das ist auch kein Problem. Moment, ich muss nur gerade den Schuh aufmachen. Nee, lassen Sie mal gut sein. Sagen Sie mal, verkaufen Sie nur gebrauchte Sachen in Ihrer Apotheke? Nein, die sind noch nicht gebraucht. Nein, ich bewahre nur alles an Ort und Stelle auf, damit ich es besser wiederfinde. Nicht? Lärmschutzstöpsel in den Ohren, Halstabletten im Hals und Hühneraugenpflaster am Fuß. Verstehen Sie? Verstehe ich. Darf es sonst noch was sein? Ja? Nee. Nee, die Zäpfchen kaufe ich mir dann woanders. Es ist der Albtraum jedes Hausbesitzers. Plötzlich tut sich die Erde unter ihrem Grundstück auf und ihr Haus kracht nach unten. Erst vor kurzem, meine Damen und Herren, sagt den Bochum Wattenscheid eine ganze Garage in die Tiefe. Schuld daran waren bislang unbekannte Bergbauschächte unter dem Gelände. Eine echte Fachfrau zum Thema Ruhrgebiet wird uns nun die komplizierte Sachlage erklären. Ja. Herzlich willkommen, Frau Uschi Jablonski. Ja. Willkommen. Ja, Frau Jablonski, für uns einen klingt das ja unvorstellbar. Eine Garage verschwindet in einem riesigen Krater. Ja, mein Dieter und ich zum Beispiel, wir haben ja mal im 6. Stock gewohnt bei uns zu Hause. Ja, und dann eines Nachts, da kam ein komisches Geräusch. Rums und hat eine Parterre-Wohnung. Ja, so ist das bei uns in Potterfeld. Das ist ja dramatisch. Oh, na ja, nur, da musste der Dieter natürlich die Bierkästen nicht mehr so hochtragen, ne? Gut, Frau Jablonski, so bitte zurück zum Thema. Woher kommen denn diese Unglücke eigentlich? Das kommt wegen der Langeweile. Was? Wegen der Langeweile? Fällt die Erde zusammen? Ja, das ist ganz richtig, weil wir in Pott, da ist das so mit der Langeweile. Also wir sind nicht langweilig, sondern uns in Pott ist öfter mal einfach langweilig. Und was macht man, wenn einen so langweilig ist? Fernsehen? Ne, das tun wir ja sowieso. Nee. Also wir haben das so in Pott. Wir nehmen uns einfach eine Schippe, dann gehen wir unter der Erde, wir nennen das Untertage, und dann wird ein Schacht gebuddelt. Ein Schacht? Ja, sicher. Hören Sie schlecht. Also ein Schacht wird dann gebuddelt. Das liegt ja bei uns im Pott quasi im Blut, ne? Zum Beispiel Stau auf der A40, ne? Da wird ein Schacht gebuddelt, wenn man Langeweile hat, ne? Oder die Freunde sind alle auf Mallorca in Urlaub und man hat ein bisschen Langeweile, da wird ein Schacht gebuddelt, ne? Oder wenn zum Beispiel der Taubenvater bei sich da sitzt, ne, am Schlauch und auf den Brieftauben wartet, was wird dann gemacht? Dann wird ein Schacht gebuddelt. Dann wird ein Körnchen gekippt, ja. So, ja. Und dann, so, ne?
Und dann, und wenn die Tauben dann immer noch nicht kommen, dann wird ein Schacht gebuddelt. Nee, nee. Aber dann kommt ja das Gefährliche. Wenn man dann nämlich beschwipst, ne, da an Buddeln ist, oh, 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 Buddelkoller. Buddelkoller? Ja, das ist nun mal einfach so. Wenn wir Langeweile haben, dann buddeln wir einen Schacht, ne? Auch wenn wir Fernsehen, da buddeln wir einfach. Wenn das so langweilig ist im Fernsehen, auch wenn Ihre Sendung kommt, das ist zum Teil, nee, nicht jetzt. Oh. Warten Sie mal, ich hab was für Sie zur Versöhnung und das passt auch gut zum Thema. Ein Schnaps? Ist ein Absacker. Muschi, ja, Blonski, mein Lieber. Sehr schön. Schön. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja. Ja, ne? Dankeschön. Ja. Dankeschön. Muschi, ja, Blonski, und sehen Sie gleich noch in der Wochenshow Russlands ehemaligen Staatspräsidenten Boris Jelzin zu Gast bei uns im Studio. Neues aus unserer Sportabteilung rum und die Wochenshow im Mittelalter. Also bleiben Sie dran. Das sind die weiteren Themen. Ermüden. Christliche Messen werden immer langweiliger. Fehlkonstruktion. 3-Liter-Auto ist viel zu klein. Und geheime Aufnahmen. Waschtag bei der Kelly Family. Meine Damen und Herren, wieder neue Skandale um Ernst August von Hannover. Jetzt hat sich auch seine Frau Caroline von Monaco kritisch über den Welfenprinz geäußert. Ihr wäre es lieber, er würde ihr seltener den Prügelprinzen und dafür häufiger den Prinzenprügel zeigen. Dass der schlagfreudige Ernst August eigentlich ein ganz lieber ist, ja, das sehen Sie jetzt. Prinz Ernst August von Hannover wird vorgeworfen, er habe einen Disco-Besitzer brutal zusammengeschlagen. Eine unverschämte Unterstellung. In Wirklichkeit lebt der Prinz zurückgezogen und friedlich auf seinem Anwesen. Er verlässt es grundsätzlich nur, um zum Beispiel auf die Jagd zu gehen und so mit seinem Motorrad das natürliche Gleichgewicht der Artenvielfalt zu erhalten. Auch sein Verhältnis zu den Medien wird verzerrt dargestellt. So konnte er im letzten Jahr einem befreundeten Kameramann helfen, der von einer Biene angefallen wurde. Halten Sie bitte ganz still. Gleich habe ich die verflixte Biene. Sie armer Kerl. Nicht, dass Sie noch gestochen werden. Der wahre Charakter von Prinz Ernst August zeigt sich bei seinen Benefizgalas, zu denen er alljährlich die Crème de la Crème der deutschen Gesellschaft einlädt. Auf den Galas bietet er ehemaligen Häftlingen die Möglichkeit, über Sportwettkämpfe wieder den Weg zurück in die Gesellschaft zu finden. Sollte also Prinz Ernst August jemals jemanden verletzt haben, dann nur sich selbst in der Hochzeitsnacht mit Caroline von Monaco. Oh. Kommen wir, meine Damen und Herren, zum nächsten Thema. Moment bitte. Ja, Lück? Hier ist der Prügelprinz. Spreche ich mit Ingolf Lück? Prinz Ernst August von Hannover. Das ist eine Überraschung. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Jetzt spitz mal die Ohren, du schmieriger Possenreißer. Komm, August, nur sei doch nicht so. Lass doch den armen Lüg mit seiner... Verschwinde, Caroline. Die Faust Gottes telefoniert. Aber der Lüg hat ja doch gar nichts getan. Jetzt langt's mir aber. Oh, oh, oh. Zu dir, Herr Christian. Ich habe eben den Beitrag in deiner Sendung gesehen. Das war ja eine einzige Unverschämtheit. Aber wieso denn? Sind doch als ein netter Kerl dargestellt worden, der keiner Fliege etwas zuleide tun kann. Das ist es ja. Wozu habe ich mich jahrelang in der Weltgeschichte herumgeschlagen? Damit so ein Pimp wie du mich als Chorknabe hinstellt? Willst du ein paar? Hä? Na komm schon. Na komm, du Feigling. Wir treffen uns auf dem Hof. Aber königliche Hoheit, es regnet. Mach. Ich hab einen Schirm. Das ist äußerst schlagfertig, Königliche Hoheit. Sie hatten ja neulich mit einem Diskothekenbesitzer in Kenia eine Auseinandersetzung. Auseinandersetzung? Ja. Willst du mich schon wieder beleidigen? Wieso? Die Fresse poliert habe ich ihm. Nun gut. Also kommen wir trotzdem. Sie kommen nicht ins Gefängnis. Ich frage mich, welche Rechte haben Sie eigentlich? Ja. Meine Rechte darfst du gleich mal spüren. Und die linke noch dazu. Vielen Dank. Ich denke, später vielleicht. Also wir haben jetzt genug gehört, meine Damen Moment und Herren. Doch. Du möchtest gern Komiker. Eins wollte ich dir schon immer mal sagen. Wenn du und deine Zuschauer weiterhin so einen Krach machen, dann... Was denn? Hallo Papi, ich wollte dir nur mal gute Nacht sagen. Oh, wie süß. Nein, da ist ja der kleine Ernst August Junior. Nein. Was willst du denn mit dem Schirm, du kleiner Raufbold? Was? Was? Ah, ah.
Das war seine königliche Hoheit, Ernste Auguste von Hannover. Dass nicht nur wir in der Wochenshow unangenehme Situationen am Telefon erleben, das sehen Sie jetzt. Hallo? Ja! Ja! Die Schulter von oben! Die Musik ist zu laut! Hallo? Ja! Ja! Die Kaminski ist von unten, du sollst sie zu stampfen! Was ist denn jetzt schon wieder? Hallo? Ja! Ja! Und was ist? Der Baumann von gegenüber! Du sollst nicht an das Fenster gehen! Nachdem Manfred Kanter Anfang dieser Woche von seinen Parteikollegen quasi zur Aufgabe aller Ämter gezwungen wurde, ist Kanter nicht mehr gut auf die CDU zu sprechen. Völlig genervt reiste er gestern erst einmal zu Freunden nach Sizilien. Von dort ist er uns nun live zugeschaltet. Herr Kanter, was bleibt denn Ihrer Meinung nach von der Partei übrig, wenn nun irgendwann einmal endlich alle Affären der CDU aufgedeckt sein werden? Eine Verbrecherorganisation mit hundsgemeiner Kriminalität. Oha, oh, ich meine, womit soll die CDU denn dann Ihrer Meinung nach noch Politik machen? Rauschgift, Waffen, Schutzgeld und anderes. Na, das sind ja schöne Aussichten. Vielen Dank, Manfred, der Pate Kanter. Und nun der Nachrichtenüberblick mit der unbestechlichen Anke Engelke. Der Nachrichtenüberblick. Berlin. Trotz all der Skandale um seine Person hat Altkanzler Helmut Kohl seinen Pfälzer Humor nicht verloren. Das bekommen vor allem seine Parteikolleginnen zu spüren. Auch wenn man es mir nicht glaubt, ich kann es sehr gut nachempfinden, wie schwer es ist in der heutigen Zeit, der Rolle einer Frau gerecht zu werden. Ich muss beim Sex ja schließlich auch immer unten liegen. Rom, Papst Johannes Paul II. Hat sich fest vorgenommen, das biblische Gebot zu befolgen und zu werden wie die Kinder. Aus diesem Grund übt er sich bereits in Kinderspielen. 99, 100, Romme. Skandal um Bundeskanzler Gerhard Schröder. Er wurde mit Schleswig-Holsteins Ministerpräsidentin Heide Simonis in flagranti beim Liebesspiel erwischt. Wenigstens praktizierten die beiden safer Sex. Düsseldorf. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Wolfgang Clement hat es momentan besonders schwer. Zum einen kämpft er mit der Flugaffäre seines Finanzministers. Und zum anderen wird er von seinen Parteikollegen regelmäßig zu unangenehmen Reden gezwungen. Na los, mach schon! Genau, trau dich. Geh, geh. Fragen kostet doch nichts. Das Ei hier muss jemandem aus der Hose gefallen sein. Er kann es bei mir abholen. Berlin. Der ehemalige Bundesarbeitsminister Norbert Blüm ist für sein soziales Engagement bekannt. Besonders intensiv bemüht sich Blüm um die Verständigung mit farbigen Minderheiten. 10 kleine Nägelein, la 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 la. Das war der Nachrichtenüberblick. Zurück zu Lüb. Danke, Anke. Jetzt ist es amtlich, meine Damen und Herren. Lothar Matthäus geht doch nach New York. Nur bei der Vertragsunterzeichnung gab es große Schwierigkeiten. Der Grund, Lothar wusste nicht, wie sein Name auf Englisch geschrieben wird. Weitere Neuigkeiten aus der Welt des Sports erfahren Sie jetzt exklusiv von Werner Lief in unserer Sportabteilung. Rum!
rum, Freunde. Schönen guten Abend und ganz herzlich willkommen bei rum. Mein Name ist Werner Liefen und hier ist alles indoor. Indoor ist Englisch und heißt auf Französisch Enfant. Na, dann wollen wir mal. Indoor ist Funsport und Funsport ist total hip, genau wie das hier. Das erinnert mich an meine Kindheit. Ach nee, ich hatte ja gar keine. Na gut, genug gescherzt. Jetzt wird es lustig. Hallo Freunde. Na, wer erzählt den ersten Witz? Moment mal, ich dachte, ihr werdet Fun-Sportler. Wohl gerade keinen Spaß am Fun, wie? Na gut, dann fangen wir eben so an. Na, welchen Fun-Sport treibt man denn so in diesem Jahrtausend? Der neueste Trend ist Fischtennis. Das entspannt und man hat auch immer was zu knabbern dabei. Meine Fresse, dann erübrigt sich ja die Gretchenfrage. Mann, oh Mann, der Fisch war beim Netz. Moment, das können wir besser. Meine Fresse, das hätte ins Auge gehen können. Ist es ja auch. 4 Meter. Und 2. Und was ist das für eine spaßige Sportart? Das sieht man doch wohl. Ich springe an einem Stab hoch. Wie nennt man das dann? Hab ich Bedenkzeit? Stabhochsprung. Kann ich jetzt bitte weiter trainieren? Na, das ist Fun-Sport. Da steht der Spaß noch im Vordergrund. Und weiter geht's da oben. Und was ist mit dir, Freundchen? Moment. Meine Güte, das sieht ja mal nach richtig viel Fun aus. Wie heißt die Sportart? Wissen Sie was? Das ist BG-Jumping. Ganz schön schmissig. Dann gehe ich zurück in die Anstalt. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Trend in Prozent, dem Meinungsmagazin der Wochenshow. Nachdem der Schiffbruch des Supertankers CDU das Land mit öligen Erklärungen verseucht hat, tut es gut, auch einmal nautisches Fachwissen zu erleben, wie auf der Ausstellung Boot 2000, die heute in Düsseldorf eröffnet wurde. Besonders kompetentes Publikum fanden wir bei den Ruderbooten. Und dort haben wir 100 Leute gefragt, wer ist der beste deutsche Ruderer? Heiner Lauterbach sagten 23%, der ist immer für einen flotten Doppelvierer zu haben. Sabine Christiansen meinten 36%, die lässt sich treiben, ohne zu steuern und kommt trotzdem an. Und Ernst August von Hannover nannten 41%, wenn der mal in Fahrt ist, erhöht er ständig die Schlagzahl. Ganz, ganz großen Anklang fand auch das bunte Rahmenprogramm, das den Besuchern der Ausstellung geboten wurde. Wir haben gefragt, was hat Ihnen dabei am besten gefallen? An Ottfried Fischer erfreuten sich 19%. Er spielt einen Leichtmatrosen in seinem neuesten Film, Das Bullauge von Tölz. Regina Zindler nannten 24% für ihre Wahl zur Klabauterfrau 2000. Und über Nadelbohlen und Jürgen Drews amüsierten sich 57% beim Captain Sauber Club. Meine Damen und Herren, ja. Man sieht diesen aktuellen Umfragen, dass die ahnungslosen Laien, auch die ahnungslosesten bei der Boot 2000 nicht vergessen werden. Ob Sie dazugehören oder nicht, das erfahren Sie durch unsere Frage der Woche. Woran erkennen Sie, dass Sie von der Seefahrt keine Ahnung haben? Auf Platz Nummer 10, Sie legen Ihr gesamtes Vermögen auf einer Sandbank an. Auf der 9, Sie suchen auf Ihrem Fernseher den Suezkanal. Platz Nummer 8, Sie fragen im Puff nach den Sextanten. Auf der 7, Sie wollen mal ordentlich auf die Pauke hauen und gehen auf eine Galeere. Auf Platz Nummer 6, Sie halten Matrosen für besonders potent, weil sie den ganzen Tag in See stechen. Auf der 5, Sie glauben, Katamaran sei ein Angriffsfeuerruf für männliche Katzen. Auf der 4, Sie trösten eine Heulboje. Auf der 3, Sie finden die Reling zum Kotzen. Auf Platz Nummer 2, bei Nebel bekommen Sie ein Horn.
Und das deutlichste Anzeichen dafür, dass Sie von Seefahrt keine Ahnung haben, ist auf Platz 1, Sie sind Captain der Titanic. Das war Trend in Prozent für diese Woche. McDonald's, meine Damen und Herren, bekommt Konkurrenz. Eine italienische Nudelfirma will überall auf der Welt Nudelschnellrestaurants eröffnen. Als Konkurrenz zu McChicken und McBacon gibt es dort den Macaroni. Neues aus der wunderbaren Warenwelt sehen Sie jetzt in unserer Werbung. Ich bin Professor Dr. Test. Mangelnde Zahnhygiene ist der häufigste Grund für ein unerfülltes Sexleben. Das elektrische Dr. Test Dental Center hat gleich zwei Funktionen. Es sorgt beim Küssen für einen wohlriechenden Mundraum. Und wenn mal kein Sexualpartner zur Verfügung steht, dann regelt das Dr. Test Dental Labor die Triebabfuhr. Das Dr. Test Dental Labor, damit Sie sich mal so richtig durchbürsten lassen können. Ausgelassene Stimmung, Frohsinn und Heiterkeit. So feiert das Küchenpersonal in der Villa dort seine Geschirrspülmaschine. Doch während in der Villa dort schon gefeiert wird, muss in der Villa gegenüber noch wie früher gespült werden. Das ist Unferi Ultra. Unferi Ultra. Spülen, wenn andere Spaß haben. Zahnprobleme, meine Damen und Herren, machen einsam. Laut einer Untersuchung findet die Mehrheit aller Deutschen Karies, Zahnstein und Zahnbelag höchst abstoßend. Einzige Ausnahme sind die Pizzabäcker, die sind an schlechten Belag gewohnt. Welche Gefahren beim Pizzaservice auf Sie warten, das sehen Sie jetzt. Was ist denn? Haben Sie Pizza Salami bestellt? Ja, wir haben längst gekriegt. Das weiß ich, aber die Salami ist schlecht. Das hat keinen Zweck mehr. Ich muss sie mitnehmen. Verdammt. Ich wusste doch, dass mich dieses Fastfood irgendwann umbringt. Kann man mir nicht den Magen auspumpen? Das geht nicht. Das Gift befindet sich bereits in Ihrem Blut. Kann man mich denn nicht wiederbeleben? Nette Idee, aber keine Chance. Kommen Sie. Hören Sie, ich habe Frau und Kinder, seien Sie doch vernünftig. Hören Sie auf. Ich gebe Ihnen 100 Mark, wenn Sie noch mal ein Auge zudrücken. Das kann ich nicht machen. Ich habe meine Vorschriften. Hören Sie auf. 200 Mark. Geld bedeutet mir nichts. Ich bin der Tod. Schon klar, also hören Sie auf. Ich gebe Ihnen 220 Mark und 80 Pfennig und mein Autoschlüssel. Mehr habe ich nicht. Gut, dann will ich diesmal nicht so sein. Aber ich komme wieder. Oh Mann, das war knapp. Na, Gevatter Hein. Hast du dich wieder von irdischen Gütern blenden lassen? 220 Mark, 80 Pfennig und dein Autoschlüssel. Und du? 400 und eine Rolex. Streber! Boris Jelzin, meine Damen und Herren, ist Ende des vergangenen Jahres überraschend von der politischen Bühne abgetreten. Wie es zu diesem Schritt kam, das wird er uns jetzt selbst erzählen. Zusammen mit seinem deutsch-russischen Privatsekretär Herrn Schmitz-Abrassimow begrüßen Sie zum ersten Mal live im deutschen Fernsehen Boris Jelzin. Guten Abend, Herr Jelzin. Wir sind sehr, sehr stolz, dass wir Sie hier haben. Hatten Sie eine gute Reise? Ich werde übersetzen. Ach, bitte, ja. Tovarisch Boris Jelzin, Brüderchen Ingolf will wissen, ob Aero war flott.
Bah. Präsident Jelzin sagt, er freut sich sehr, hier wieder in Deutschland zu sein. Und das Allerschönste ist, dass er auf diese Weise mal betonen möchte, wie sehr er die Deutschen schätzt und grüßt. Gleichzeitig auch das Volk der Deutschen. Ja, vielen Dank. Danke sehr. Aber Sie benutzten gerade die Anrede Präsident. Aber das ist er ja nun nicht mehr, Ihr Chef, der Herr Jelzin. Er ist jetzt Privatmann. Und darauf zielt auch meine nächste Frage. Sagen Sie es bitte nicht so laut. Sagen Sie es nicht so laut. Da? Nichts weiter. Brüderchen Ingolf wollte nur machen eine kleine Bemerkung, eine kleine Witz. Zwischendurch nichts weiter von Bedeutung. Sag ihm doch, Marisch Ingolf, kann du ruhig erzählen, alte Witz ist egal, ich vergesse sowieso direkt wieder. Ah. Dabei. Was hat er jetzt gesagt? Präsident Jelzin schätzt Ihre Sendung wirklich sehr und er freut sich wirklich, hier zu sein. Und weil er Sie ganz besonders mag, würde er Sie gerne darum bitten, eine kleine Darbietung Ihres Könnens hierzu vorzuführen. Erzählen Sie ihm einen Witz, bitte. Um Gottes Willen, ich denke nicht daran, nein! Mein Thema ist der Rücktritt vom Amt des russischen Präsidenten! Nicht so laut, sagen Sie es bitte. Verzeihen Sie, wenn ich Sie so direkt frage, ja? Aber er weiß doch, dass er zurückgetreten ist, ha? Nein, also eigentlich weiß ich das gar nicht. Wir haben es geheim gehalten, weil sonst dreht er absolut durch. Bitte halten, sonst spielen Sie es mit. Ich weiß, ich werde ihn einfach ablenken, ja? Tavarisch, da! Brit, brit! Ja, hallo? Moment! Anruf von Weißes Haus, Bill Clinton! Tavarisch Clinton! Ja. Da! Kann schon nichts anderes mehr machen, ne? Doch, da kann man was anderes machen. Ich werde Ihnen zeigen, was man da machen kann, ja? Geben Sie mal her, ja? Hallo, Präsident Clinton. Ja, hier ist Ingolf Lück von der Wochenshow. Also, der Jelzin, der wird sich später zurückrufen, wenn er Zeit hat, ja? Scheiß Kindertelefon. So! Das hätten Sie nicht tun sollen. Präsident Jelzin wird Sie jetzt mit konventionellen Waffen angreifen. Bitte! Was machen Sie da? Jelzin, bitte! Sagen Sie Ihrem Chef, das Gespräch ist beendet! Kapitulirski! Wieder Tavarisch! Was macht er jetzt denn? Was soll das denn? Herr Schmitter, was macht er denn? Ein traditionelles russisches Verabschiedungsgeschenk, ein Geschenk für Sie und das ist für Sie. Was wollen wir? Schönes Hotel hier. Ja. Na dann, gute Nacht, Boris Jelzin. Und werfen Sie, meine Damen und Herren, gleich mit uns einen Blick in die Vergangenheit bei der mittelalten Wochenshow. Also, bleiben Sie dran. Zwei Kaffee und die Rechnung, bitte. Und bitte Espressi. Wo bleibt denn der Kaffee? Buchen Sie mehr Zeit auf centerparks.de und nutzen Sie 125 Euro Rabatt. Centerparks. Erleben Sie Nähe. Hi. Weil neu sauberer ist. Die Volkswagen Umweltprämie Plus. Jetzt 2.500 Euro staatliche Umweltprämie und die Sonderprämie von Volkswagen sichern. Und das attraktive Umweltpaket gibt's noch dazu. Volkswagen. Das Auto. In einer 70% Schokolade steckt alles Gute der Kakaobohne. Aber manchen ist sie einfach zu bitter. Deshalb haben wir eine ganz neue 70% Schokolade erfunden. So mild. Mit besonders milden Edelkakaosorten und einem Hauch Bourbon-Vanille. 70% Kakao und so mild. Die neue Excellence Mild 70% von Lindt. Jetzt springt das Beste sofort ins Auge. In der neuen TV-Movie Digital mit TwinView. Holen Sie die Highlights aus Free und Digital TV. Finden Sie Ihr Lieblingsprogramm so schnell wie nie. Und der Movistar führt Sie zu den besten Filmen. Jetzt neu am Kiosk. TV Movie Digital.
zur Wochenshow, meine Damen und Herren. Wissenschaftler sind begeistert. Erstmals ist es ihnen gelungen, die Überreste einer verstorbenen Frau im Weltall zu beerdigen. Jetzt haben sich zahlreiche Männer bei der NASA gemeldet, die ihre Frau ebenfalls auf den Mond schießen möchten. Weitere Neuigkeiten aus der Welt der Wissenschaft erfahren Sie jetzt von unserem Frührentner, Vordenker und Visionär Herbert Görgens. Ich befinde mich hier in der Garage von Herrn Herbert Görgens. Herr Görgens, guten Tag auch! Von mir aus hier! Die Geräte zu Hause! Und natürlich die Ilse von Schwabach! Und an meinen Nachbarn Heinz, der ist nämlich auch ein Erfinder! Hier! Diese leckere Pommessoße, die hat er sich ausgedacht und hat mir nichts davon gesagt, der Heinz, der Schlawiner! Sind Sie denn jetzt fertig, ja? Ja, bin schon fertig! Gut, dann. Herr Görgens hat etwas ganz Außergewöhnliches erfunden, nämlich eine völlig neuartige Wetterstation. Das ist sehr spannend. Woher kommen denn Ihre meteorologischen Kenntnisse, Herr Görgens? Metro? Ich krieg doch eine Metro! Ich krieg doch alles im Sparmarkt bei der Ilse! Was ich meine ist, Sie haben doch sicherlich einen wissenschaftlich fundierten Hintergrund. Ja, das hab ich wohl! Viel Hintergrund hab ich! Alles Hintergrund hier! Aber das hat doch nichts mit meiner Wetterstation zu tun! Gut, also gut, dann zeigen Sie uns doch mal bitte Ihre Wetterstation. Da muss ich holen, soll ich? Ja, dann bitte. Also, hier! Das ist sie! Das ist meine Wetterstation! Aber das ist doch. Was ist denn das jetzt? Eine Wetterstation! Also, passen Sie mal auf! Schön reingebeugt und dann losgewettert! Verdammt, aber der Heiz hat den Rasen schon wieder nicht gemäht und die Triebchen kommen alle kritisch raus in diesem Jahr. Das ist ja unverschämt, das ist das. Wo soll das Boot noch hinführen? Herr Görgens, hören Sie auf, das ist doch lächerlich! Aber ich kann doch einen Nierentisch machen! Passen Sie auf, hier! Lecker Nieren! Auf den Tisch! Nierentisch! Komm ich jetzt im Fernsehen? Nein, zurück zur Wochenshow. Gemeines Volk, willkommen zur mittelalten Wochenshow. Ich bin Kurfürst Damm und neben mir sitzt der Benediktinermönch Meier. Grüß Gott, liebes Volk. Wie man sieht, bin ich übrigens kein Benediktinermönch, sondern Kapuziner. Und das sind unsere Themen. Rittersport. Mika Häkkinen reitet jetzt für McLaren. Glückwunsch, Prinzessin Inge wird 50. Und musikalisch, Prinz Eisenherz gründet Band. Colonia. Am Stadtrand wurde am Samstag ein großer schwarzer Vogel erlegt. Wie sich später herausstellte, handelte es sich aber um keinen Vogel, sondern um einen Häftling, den man geteert und gefedert hatte. Wittenberg. Der Stadtrat verbietet ab sofort, Thesen an die Schlosskirche zu nageln. Grund? Nageln in der Öffentlichkeit gehört sich nicht. Außerdem. Außerdem darf keine Scheiße mehr aus den Fenstern gekippt werden. Und zwar so lange, bis irgendwer das Shampoo erfindet. Und nun eine frohe Kunde. In Spanien findet derzeit die internationale Foltermesse Interqual statt. Von dort berichtet unser Außenreporter Hauke. Tja, liebe Freunde, auf der diesjährigen Interqual ist wahrhaftig die Hölle los. Hier wird geschraubt, gedreht, geätzt, gestochen, was die Knochen halten. Hier ist für jeden Folterknecht etwas dabei. Ich werde euch heute ein paar Beispiele zeigen und hier einmal fragen, sagen Sie, was machen Sie da eigentlich? Nun, ich foltere mit einer Feder, aber nicht mit einer herkömmlichen Feder, sondern mit einer Feder eines Vogels, der gerade erst entdeckt worden ist. Ach. Er steht auf einem Bein und ist rosa. Ach, wie interessant. Ich werde den Delinquent mal fragen, wie fühlt sich das denn an? Viel mehr, aber kommen Sie, lassen Sie sich nicht nur auf die Folter spannen.
Schauen Sie hier, in diesem Lump habe ich eben in meiner Peitsche ein paar schöne Striemen verpasst. Ja. Und jetzt werde ich... In Salz in die Wunden streuen? Aber nein, ich nehme Chili, brandneu. Einige kochen sogar damit. Aus dem fernen Osten. Ach, ferne Osten. Ich weiß gar nicht, was das ist. Gut, das war Hucke von der Interqual. Ich gebe zurück ins Studio. Ah! Ah! Herzlichen Dank, Hauke, für diesen brutalen Bericht. Mann, Mann, bei diesen Foltermethoden würde ich aber auch die Namen nennen, nicht wahr, Münchmeier? Zumindest einige. Zumindest einige, Kurfürst Damm. Aber kommen wir nun zur neuen Steuerreform. Die Steuern steigen von 95% des Lohnes auf 99%. Und zwar ab sofort. Weitere erfreuliche Meldungen gleich nach der Werbung. Kennen Sie das? Sie sind mit einer Frau zu einer Hinrichtung verabredet, aber Sie haben sich mal wieder irgendwo angesteckt und Ihre schwarzen Pestbeulen sehen einfach schrecklich aus. Das muss nicht sein, denn jetzt gibt es Pestex. Ja, Pestex lässt Pestbeulen wie natürliche Haut aussehen. Einfach genial. Pestex ist hautfreundlich und pH-neutral, was immer das heißen mag. Mit Pestex sind Ihre Pestbeulen sofort unsichtbar. Sie bekommen jede Frau, garantiert. Und es hält. Hallo und herzlich willkommen. Sie kennen das? Sie möchten mal wieder wissen, welches Volk gerade in welches Land einmarschiert? Oder wo die vielen Kreuzzüge entlanglaufen? Nichts leichter als das. Denn jetzt gibt es Scheibus. Die ganze Welt auf einer Scheibe. Und das Tolle daran? Sie können sehen, wie weit Sie laufen können, ohne von der Erde herunterzufallen. Und jetzt neu für den modernen Haushalt die ganze Erde in Rund. Die Erde in Rund? Aha. Ketzerei, würde ich sagen. Na, diese Flausen werden wir schon am Scheiterhaufen austreiben. Aber das ist doch nur eine Modeerscheinung. Aber. Hilfe! Willkommen zurück zur mittelalten Warrenshow. Die Tierschutzorganisation Aktion Einhorn meldet, das Töten von Drachen ist ab sofort verboten. Besonders die 3- bis 6-köpfigen sind vom Aussterben bedroht. Das Jagdverbot gilt für alle Drachenarten, mit Ausnahme besonders unangenehmer Exemplare wie diesem hier. Und hier noch ein paar erfreuliche Meldungen. Der 30-jährige Krieg ist in 2 Jahren vorbei. Die Bauarbeiten am Kölner Dom dauern voraussichtlich noch 700 Jahre. Und in der Stadt Chemnitz gehen die Einwohner jetzt auch aufrecht. Und nun zum Wetter mit unserer bezaubernden Wetterfee Gundel. Nun, Gundel, wie wird das Wetter? Es wird regnen. Mönchmeier, Gundel sagt, es wird regnen. Was bedeutet das? Pech für Cabrio-Fahrer. Unsinn, Mönchmeier. Was bedeutet es, wenn Gundel etwas im Voraus weiß? Na klar, sie ist eine Hexe. Sie ist eine Hexe. Hexe, sie ist eine Hexe, sie ist eine Hexe, sie ist eine Hexe, sie ist eine Hexe, Hexe. Die Hexenverbrennung findet heute Abend um 23 Uhr statt. Und nun wiederholen wir noch eine Suchmeldung. Gesucht wird der Heilige Gral. Aussehen und Form des Grals sind leider immer noch unbekannt. Es existiert bisher nur dieses Phantombild. Ob sich bei der Suche nach dem Gral schon irgendetwas ergeben hat, erfahren wir jetzt von den Rittern der Schwafelrunde. Bitte sprecht jetzt einmal. Ganz, ganz deutlich. Nur einmal. Geht doch. Soweit die Ritter der Schwafelrunde.
Kommen wir jetzt zum lustigen Teil des heutigen Abends. Narr! Ihr habt gerufen, Kurfürst Damm. Hallo! Los, Narr! Hallo! Wohl an! Belustige uns und das Volk! Gut, in Ordnung, eure Inkontinenz. Also, ein Rätsel für alle. Wie nennt man einen alkoholkranken Adligen, der sich behandeln lässt? Na? Entziehungskur, Fürst. Was für ein erbärmlicher Witz! Auf die Streckbank mit ihm! Genau. Lang soll er leben. Und anschließend brennen. Wohl gesagt, Herr Menschmeier. Lang soll er leben und kurz brennen. Wieso fällt mir sowas nicht ein? Ach. Die Narrenverbrennung findet direkt nach der Hexenverbrennung statt. Das war's auch schon wieder von der mittelalten Wochenshow. Und nun noch der Tipp des Monats. Wenn ihr einen Ritter besiegen wollt, beleidigt ihn einfach. Er ist dann völlig entrüstet. In diesem Sinne, tschüss, bis zur Neuzeit. Und wenn Sie immer noch glauben, dass die Erde eine Kugel ist, dann klicken Sie uns einfach an unter www.wochenshow.de. Und zum Schluss zeigen wir noch einige Szenen, für die wir im Mittelalter mit Sicherheit verbrannt worden wären. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende. Tschüss, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Ja. Haben Sie Pizza? Scheiße, scheiße, Entschuldigung, ich schaff's jetzt aber. No. Tut mir leid, das halte ich nicht aus. Ja. Haben Sie Pizza mit Salami bestellt? Ja. Ja, so. Ich kann das nicht. Ja, was ist? Ich bin der Kettensäger, mein Freund. Das musst du mir aber vorher erklären, dass du das so machst. Warum muss ich das vorher erklären? Ja, was ist? Ja, was ist? Hallo, ich bin der Kettensäger. Mörder, Mann, ich bin Mörder. Komm, komm. Ich kann mal nicht lachen. Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer unter 16 Jahren nicht geeignet.